Jo. Alles sehr interessant. Ich meine, okay, da treffen die sich, um in den Buckelsumpf zu gehen, alles klar. Ja, dann könnten wir wohl tatsächlich einfach noch gerade jetzt die Quint-Leute mitnehmen. Mit denen noch spielen. Mal gucken, wie hart die sind. Hier haben wir noch einige Fragezeichen hintereinander, die wir nicht mitgenommen haben. Wäre vielleicht noch mal eine Möglichkeit. Vielleicht ist da irgendwie eine Schatzsuche hinter versteckt, wer weiß. Natürlich auch mal gucken. Also, ja, das machen wir dann später. Entweder würde ich jetzt gegen die noch spielen. Ah, den Tavernenwirt gibt es ja auch noch. Ansonsten mal gucken. Die Burg des Herren, Festung im Leuchtturm. Oben. Ja, gut, da könnte man tatsächlich hin. Also bevor wir, sag ich mal, nach Norvigrad gehen, wäre das auf jeden Fall noch so eine Sache, die man machen könnte. Was hiermit? Verbesserung, Greifenschulen, Ausrüstung. Ah ja, hier. Interessanterweise nämlich tatsächlich da unten. Okay. Oh Gott, wie viele Teile gibt es da immer? Bei dem Troll oder was? Oh. Toll. Habe ich irgendwie übersehen. Hätte nicht gedacht, dass da noch was ist. Aber in Elferruinen, da waren wir schon mal, das weiß ich. Die waren da unten. Kann man auch noch mal hin. Ich gucke gerade nur so ein bisschen einmal durch. Katzenschulen, Ausrüstung. Das hier ist Kermorhen, Skellige, das ist also egal. Da steht Norvigrad. Ist also, ja, okay, das ist weiter oben in Norvigrad. Gut. Dann. Taverne am Scheideweg. War da oben. War auch noch ein paar Fragezeichen. Ich glaube, wir gehen erst noch mal runter, oder? Hier, Erzdorf. Und der Junge ist dann im Mittelhain. Okay. Ja, dann wird es halt in dieser Aufnahme ein bisschen mehr Gewind. Aber ich will ja eben auch natürlich gerne die alle Quests durchbekommen. Und da gehört Gwind auch mit dazu. Die. Hallo. Am bösen See. Oh mein Gott! Es tut mir so leid! Aus einem Elfengrab kam. Wie soll ich nachts schlafen, wenn du mir solche Geschichten erzählst? Nein! Oh Gott! Niederwirkt, wenn eine alte krank wird. Das kann doch nicht. Oh Gott! In den Wald geschickt, wo sie von oh Gott! Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was mir hier je passiert ist.
Ich habe den Hund getötet. Los, los. Und keine Sau interessiert. Oh Gott. Jetzt werde ich nicht mehr glücklich. Jetzt werde ich einfach nicht mehr glücklich. Ist es. Ist jetzt vorbei. Ach du Scheiße. Ich wusste nicht, dass es passieren kann. Lauf, Plätze. Ihr habt mich verritten. Es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen. Ja. Ja, sei froh, dass du nicht gestorben bist. Halt! Wieso ist das so furchtbar? Wieso ist das möglich? Wieso ist das möglich, dass dieser Hund stirbt einfach? Ja, hier Erzdorf, mein Bootsbauerfreund. Wir sind ja jetzt. Wir sind besser. Ich hab sie gefragt, ich meine. Sollte normalerweise schon zu schaffen sein jetzt, oder? Au. Was hast du gemacht? Gucken wir mal. Hallo Freund. Du schon wieder. Ja, ich dachte, ich versuch's nochmal. Wie wär's mit einer Partie Karten? Warum nicht? Spielen wir. Bin immer bereit für eine Partie. Das waren gerade sehr komische Schnitte. So. Oh cool, wir können Jennifer dazu packen bei uns. Das ist ja nice. So. Das Coole ist, dass das halt, glaube ich, so eine Karte. Das kann nicht von Wetterkarten beeinflusst werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Wähle eine Karte aus dem Ablagestapel und spiele sie sofort aus. Ja, Heilerin. Okay. Ja, nice. Dann lass mich kurz überlegen. Wir haben hier eine Wetterkarte. So viel, die wir nicht brauchen. Jennifer will ich auf jeden Fall drin haben. Ist sie eine Sonderkarte oder? Ich habe keine Ahnung. Frage, ob was anderes dafür rausgehen soll, vielleicht. Vielleicht hier eine von den Vierern oder so noch raus. Weil vielleicht lassen wir uns. Doch sicherheitshalber mal eine gute Wetterkarte zur Not da. Vielleicht. Dann würde ich vielleicht einfach einmal mal hier eine rauspacken. Damit wir halt nicht zu viele Karten auch im Deck haben. Und wenn anderen Anführer eigentlich mal bekommen? Nee, leider nicht. Okay. Let's go. Ein Spion. Wenn ich mich recht erinnere, wird er uns den auch wieder wegnehmen nachher, aber gut. Es schadet auf jeden Fall nicht, nochmal ein paar Karten zu ziehen, würde ich sagen. Könnten sie eventuell tauschen? Okay, jetzt haben wir zwei Spione. Ist in Ordnung. Hoffe ich. Ich hoffe, der macht uns deshalb jetzt dann nicht Ärger, wenn wir zwei Spione spielen. Ja,
Vielleicht, wenn ich beide Spione spiele, gebe ich ihm sonst direkt die erste Runde. Okay, eine Wetterkarte. Er spielt auch Spion, cool. Lustig. Kann ich mir mit der Finte holen. Alles klar. Im Moment spielen wir unsere Spione raus. Einiges an Belagerung, das ist ganz gut. Leider keine zweite enge Bindung. Auch kein Horn. Aber wir machen das mal. So. Okay, interessant. Jetzt hat er sich einen anderen zurückgeholt. Spannend. Will er passen vielleicht? Kann sein, dass er passen will. Ach so. Nee, er hatte sich den anderen Spion geholt, das sah aus, als hätte er sich die enge Bindung zurückgeholt. Tja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir? Ja, kann immer noch sein, dass er passen will. Ja. Okay, er passt. Kann man denn so ein Pech haben? Nicht einfach nochmal eine enge Bindung ziehen oder so. Aber wir haben viel Belagerung, das ist ziemlich cool. Was machen wir? Nicht mal Yennefer bekommen, traurig. Okay, er wird ja die zweite Runde gewinnen müssen. Deshalb wird er auf jeden Fall raushauen jetzt. Vielleicht können wir ihn halt dazu bringen, aber auch dann richtig rauszuhauen, damit wir in der letzten Runde einen Vorteil haben. Indem ich einfach mal Wetterkarten spiele. Okay, dann muss er jetzt erstmal noch mal raushauen. Mhm. Okay. Ist das jetzt der Punkt, an dem wir aufhören sollten? Gleich einfach nur noch versuchen, mit Einheitenstärke zu gewinnen.
Ich versuch's. Oh Gott. Natürlich, jetzt kommt er. Jetzt kommt er damit an. Okay, okay, okay. Ich warte mal mit ihr noch ab, weil je nachdem, wie es aussieht, würde ich mir vielleicht einen Spion zurückholen und spielen. Aber wir gucken mal. Wir fangen erstmal hier mit an. Vielleicht. Ja, doch, wir könnten eventuell noch eine enge Bindung kriegen, klar. Aber dann können wir sie trotzdem schon mal ausspielen. Er hat eine Karte gezogen. Wundervoll. Na gut, er wird selber die Belagerung wohl auch nicht runterbringen mit seinen Karten, den er da hat. Er spielt jetzt schon das Horn. Interessant. Würde ich natürlich schon gerne aufklären. Okay. Okay. Was hast du noch? Komm, was hast du noch? Spion, okay. Mensch, 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 der ist so ein Fan davon, ne? Dann noch meine Anführerfertigkeit. Okay, was habe ich da? Lass mich gucken, was haben wir? Oh, nee. Der ist mir aber von den Werten eigentlich zu hoch. Das würde dann maximal nur dann helfen. Wenn ich dann die klirrende Kälte spiele, nachdem ich das Wetter aufgeklärt habe, um seine Nahkämpfer runterzubringen. Ich glaube, das machen wir. Ich hätte mir zwar was anderes gewünscht, aber... Scheiße. Ach ja, stimmt. Okay, okay, okay. Oh, es ist nicht so einfach. Ich hasse den Typen. Echt, ich hasse ihn. Ich hasse ihn so unfassbar sehr. Okay, danke für den Spion. Ich werde die Anführerkarte einsetzen. Aber ich denke nicht, dass ich die Wetterkarte spiele. Weil da habe ich ja überhaupt nichts von. Oh, das ist jetzt schwierig. Macht man sie jetzt, um zu verhindern, dass er eventuell noch was macht? Was ist, wenn er wieder eine Wetterkarte spielt? Bitte aber eh nicht spielen. Erstmal hat noch genug andere Karten. Also ja, ich denke, wir müssen gucken, was passiert. 73 Punkte.
Nee, ich will die Wetterkarte eigentlich nicht spielen. Was macht er? Oh, oh, okay. Okay, er zieht nochmal, aber gibt mir auch Punkt. Oh Gott. Ja. Oh Gott, wir haben es geschafft. Knapp, aber wir haben es geschafft. Ha. Nach den Regeln gehört die Karte mir. Ja, so ist es. Ihr Götter, ich glaube, du hättest das Zeug, gegen Hadi anzutreten. Die Leute lachen über ihn, weil er noch jung und nicht gerade klug ist. Aber angeblich hat er es gewagt, den Baron selbst zu besiegen. Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also Leto mir, von Goleta. Einmal die Woche schlagen oder öfter? Ja, öfter natürlich, jeden Tag. So, cool. Damit haben wir seine Karte. Ich habe sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu Verstand bringen soll. Dann, ja, dann gehen wir jetzt zu Hadi aus Mittelhain. Genau, weil dann sind wir nämlich auch hier in der Nähe der Fragezeichen. Dann könnten wir die mal danach machen. Und da war ja auch noch diese Elfenruine irgendwo auch hier, glaube ich. Wo wir weg sind. So, Hadi aus Mittelhain. Was machst du nochmal? Machst du auch machst du. Ach, Rüstungsschmied. Nee, dann brauche ich dich nicht. Dann brauche ich dich leider nicht. So. Wer ist Hadi? Oh, der sitzt da. Hallo Hadi. Spielst du Gwent? Hadi ist doof, heißt es. Aber das stimmt nicht. Hadi kann kein Feld bestellen und keine Fische fangen. Aber Karten spielen, das kann er. Hm. Also, ja, Hadi spielt Gwent. Alles klar, Hadi. Dann spielen wir. Ich habe ein bisschen Angst. Leider war die Karte eben, die wir bekommen haben, nicht für unser Deck der nördlichen Königreiche, sondern... Oh ja, das war die Karte. Oh, das ist natürlich eine coole. Die ist schon cool. Ja, Nilfgaard-Deck wird so langsam was, ne? So langsam kommen wir da schon näher. Halt auch nicht so viel. Weiß nicht, ob die dann ausreichen, weil die meisten Einheitenkarten hier recht klein sind. Deshalb so oder so bleiben wir nochmal hierbei. Wir haben einfach nicht genug Einheitenkarten. Wir haben hauptsächlich Wetterkarten gerade drin, jeweils zweimal, was eigentlich auch so nicht nötig ist. Okay. Er spielt auch mit den nördlichen Königreichen. Interessant. Nebel, gutes Wetter. Ja, vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, er hat ja den Anführer, der sich die klärende Kälte raussuchen kann. Oh, sehr gut. Enge Bindung. Fernkämpfer, ja. Ein Horn wäre cool. Das haben wir leider nicht. Hm. Noch keine Möglichkeiten, Karten nachzuziehen. Geht. Ich überlege gerade echt hart. Nicht doch die gute Wetterkarte zu tauschen. Oder den Tribok. Oh. Okay, jetzt haben wir einen Spion. Ja, das hilft schon mal ein bisschen weiter. Wieso fange ich eigentlich immer an? Mhm. Okay. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
weiß noch nicht genau, was Hadi macht. Deshalb, wir gucken mal. Ja. Gut, wenn er den anderen spielt, dann denke ich, geben wir ihm die Runde. Okay, er passt. Interessant. Ja, dann werde ich mir doch die Runde holen. Muss ich nur leider jetzt natürlich einen Charakter für dann aufgeben. Gut, wo wollen wir gleich das Horn drauf spielen, ist die Frage. Aktuell hätten wir hier die 16 plus die 5. Also 21. Und hier hätten wir 15... Auch 21. Ja, gut. Na, machen wir mal so. Leider keine Finte oder sowas. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Okay. Oh, noch ein Horn. Ja gut, dann können wir ja sogar beide rein verstärken, ne? Mein Freund, was wirst du tun? Hast du eine gute Karte, die du spielst? Dann gebe ich dir die Runde. Aber vielleicht kann ich es auch mit zwei Hörnern schaffen. Jetzt direkt. Okay. Noch so eine Szene und es sähe schon wieder fies aus für uns. Okay, das war mies. Das war schon mies. Was hast du noch? Ja, ich denke, wir gehen all in. Oh, bitte hab nicht den anderen. Dann würde ich vielleicht doch nochmal einen Nebel einsetzen. Oh Gott, er hat ihn. Natürlich hat er ihn. Ja, ich weiß nicht, ob, vielleicht ist es gar nicht nötig. Okay, alles klar. Mal gucken. Mal gucken, was er jetzt noch hat. Letzte Karte. Wow! Okay. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Gut, dass ich noch den Nebel hatte. Krank. Einfach krank. Hadi hat verloren. Kommt vor. Nimm deinen Gewinn. Dankeschön. Kriege ich hier den Zehner von ihm? Kinder, kommt rein! Ja, habe ich bekommen. Ja gut, für meinen Nordic. Und noch eine Karte. Eine Monsterkarte. Best abgeschlossen. Cool.